Willkommen zum Matchday und damit herzlich willkommen zum nächsten Spiel. Heute heißt die Begegnung FC Barcelona gegen den FC Bayern München. Ja, diese beiden Trainer kennen sich aus dem letzten Matchday. In dem letzten Matchday gab es einen knappen Sieg für den Trainer für Barcelona. Heute heißt es Revanche nehmen. Andersrum, ja, bei diesem Matchday gab es noch keinen Sieg für Barcelona. Haben es bei beiden Spielen nicht geschafft, das Ding über die Runden zu bringen. Gucken wir mal, ob es heute gegen den FC Bayern München anders aussehen wird. Also, Schiedsrichter kommt heute aus England. Und wir schauen uns gleich mal die Aufstellung beider Teams an. Also, der FC Barcelona im Endeffekt, ja, nicht mit großartig irgendwelchen Veränderungen gegenüber dem letzten Matchday. Besser gesagt, gegenüber dem letzten Matchday-Partie. Keine großartigen Veränderungen. Beim FC Bayern München sehen wir im Endeffekt, mal schauen, also den ein oder anderen Spieler, der standardgemäß aufgestellt ist. Und die Münchner mit einer 3-Sturm-Taktik. Und damit kann die Partie beginnen. Der FC Bayern München in Knallrot gegen Barcelona in Rot-Blau. Barcelona von links nach rechts in den klassischen Trikots. Messi. Ah, gut abgenommen von Douglas Costa. Müller. Ah, der Zwischengang. Iniesta, ja, gefährlicher Pass auf Messi. Messi mit der Chance und Neuer zur Stelle und dann noch gerade so geht der Ball noch aufs Netz. Wir schauen uns das selbstverständlich um eine Wiederholung an. Neuer gut zur Stelle und dann noch mit viel Glück die Münchner hier zum frühen Rückstandverhinderer. Ecke Neymar. Ja, will den da gut in Richtung Fünfer schlagen. Ja, in der letzten Partie gab es da auch so Tore. Das wird wahrscheinlich der Gegner heute vermeiden, viele Ecken da zu schlagen zu lassen. Douglas Costa mit einem super Dribbling, mit einem super trickreichen Dribbling, was aber nicht so ganz funktioniert hat. Neuer kurz mal raus. Aber die Münchner können das Spiel nicht aufbauen. Thuram. Und Messi mit dem Fehlpass. Douglas Costa. Vidal. Rübergespielt. Robben zurück. Lewandowski. Lewandowski. Und das Ding war eigentlich schon im Aus im Endeffekt. Da hätte Bravo, glaube ich, nie ran müssen. Nochmal in Wiederholung. Ja, na, der hätte da dran müssen. Da hätte er dran müssen, sonst wäre er unten in der Ecke reingerollt. Ecke, München. Ribéry. Ribéry gut gedribbelt. Ribéry. Ja, sucht natürlich die Lücken, aber Dani Alves dazwischen. Suarez. Ausgespielt Neymar. Und Müller. Lahm. Nach vorne, Douglas Costa wird unfair vom Ball getrennt von Dani Alves. Freistoß. Letztes Mal hat man auch so ein Tor erzielen können. Müller. Müller einfach mal aus der Entfernung. Unpräzise. So, keine Bewährungschance für Bravo. Die Münchner nach anfänglichen Schwierigkeiten nun wirklich gut im Spiel. Und zeigen die Fehler von Barcelona auf. Kaum gesagt, Möglichkeit Barca. Und Freistoß. Freistoß Messi aus einer Situation, wo man eigentlich, ja, nicht unbedingt Freistöße direkt drauf donnert. Der Neuer ist auch darauf vorbereitet. Geht in die Mitte und weggeklärt. Müller. Ja, kann da nicht konsequent nach vorne spielen, aber kann konsequent direkt den Ball wiederholen. Einwurf. 21 Minuten gespielt. Und es gibt wieder einen Schlagabtausch, wie schon im anderen Chef, wie schon im letzten Match-Day-Match zwischen diesen beiden Teams.
Mascherano und Sergio Busquets. Ja, Fehlpass, Alaba dazwischen. Aber auch wieder nächster Fehlpass von an Jordi Alba ran. Aber irgendwie ist da jetzt nicht so ganz der beste Passer. Und was war das denn? Welche Karte zückt er? Er zückt nur gelb. Er zückt nur gelb. Da hat Barcelona aber richtig Glück, Mascherano. Ja, das war ein taktisches Foul. Wäre er letzter Mann gewesen, wäre das glatt rot gewesen. Freistoß natürlich kurz ausgeführt, Alaba. Ja, und so kann das nicht klappen. Aber trotzdem, der Österreicher mit dem Ball gewinnen. Und der Chilene im Tor der Katalanen hält den. Aber was für ein katastrophaler Fehlpass. Ecke München. Legt den sehr, sehr weit und da steht niemand. Aber warum klärt Suarez den einfach nur irgendwo hin? Neymar. Und Douglas Costa. Auf Müller. Müller, ja. Also bislang beide Passsicherheit kaum. Also das ist... Beide nicht gerade mit ihrem Glückstag anscheinend. Wie dieser Pass. Auch völlig missraten. Suarez. Ah, gefährlicher Pass auf Messi und das Führung für Barcelona. Sie zählt aber nicht. Sie zählt nicht, weil es ein klares Abseits war. Klares Abseits. Messi diskutiert noch ein bisschen von wegen, wie Abseits. War nichts Abseits. 1-0, wir führen. Ja, nee, nicht. Nicht wirklich. Können die Münchner direkt den Schock sozusagen Schock verkraften? Ribéry kommt nicht an den Ball. Weil manchmal ja auch so ein ja, nicht gegebenes Tor auch Spiele ändern kann. Vielleicht auch dieses. Nach 39 Minuten 0-0 noch. Lewandowski auf Robben. Mit einem schönen Hackentrick zurück zu Lewandowski. Lewandowski mit der Chance. Riesenmöglichkeit für die Münchner. Riesenchance, aber es steht weiterhin 0-0. Ah, gut gemacht von Robben. Lewandowski, ja, von Sergio Busquets gefault, dementsprechend Freistoß. Und dieses Mal macht man das anders. Ja, da war selbst der Bravo nicht drauf vorbereitet. Eigentlich haben sie gedacht, ach komm, der wird wahrscheinlich da Richtung Pass machen. Aber nein, er schießt mal direkt drauf. Direkte Chance. Ecke München. Richtung Punkt und weggeklärt. Ja, diesmal setzt man den Ruhestift an. Man sieht wahrscheinlich auch an der Seite. 4 Minuten Nachspielzeit wird angezeigt. Ein bisschen hoch, finde ich, aber man sieht, dass man vielleicht in der zweiten Halbzeit was machen kann. Andersrum, wir haben schon öfter gesehen mit dem Trainer, ja, mach mal auf ruhig und dann kontert der Gegner aus und macht dann noch das Ding. Vielleicht jetzt auch Lewandowski auf Lahm. Über Umwege. Dani Alves so ein bisschen als Passhilfe genutzt. Aber diese Passhilfe wurde nicht zum Geschenk gemacht. 0-0. Also ein Spiel, wo man sagt, ja, bislang beide nicht wirklich mit irgendwelchen Glücksmomenten. Man kann es bezeichnen als beide haben es versucht. Beide haben noch nicht das Tor gemacht. Ja, die größten Chancen bislang von beiden Teams. Oh je, oh je. Einen herzlichen Gruß erstmal von hier dorthin. Ja. 0-0. So, müssen wir was? Nee. Die 42 Minuten gehen los, beide Teams unverändert. Zumindest aufstellungstechnisch und... Robben hat sich verletzt. So, und ganz ehrlich, also
Nee, Fair Play muss, also ganz ehrlich, nee, wenn ihr sich wirklich ein wichtiger Spieler verletzt und du siehst, dass der Spieler sich wirklich verletzt hat, dann mach mal hier auf Fair Play und das machen wir auch heute. Weil ganz ehrlich, also ich spiele gegen euch, ne? Es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie hochrangig angesehen muss. Also dementsprechend Fair Play, raus damit mit dem Ball, wechseln lassen. Wechsel! Robben raus, Götze rein. Schauen wir mal, ob die Münchner hier auch souverän machen. Jawohl. Und damit kann das Spiel jetzt weitergehen. Daniel Alves. Ah, gut gemacht von Xavi Martinez, aber der hat den Ball irgendwie nicht so ganz kontrolliert wegpassen können. Und da liegt der nächste Münchner auf dem Boden. Scheint da auch was Ernstes zu sein. Eben bei Robben sah das ähnlich aus. Aber dieses Mal lässt man hier weiterlaufen. Vidal, dieses Mal derjenige, der gefährdet ist. Und es war abseits. Schauen wir uns das auch selbstverständlich nochmal an. Ja, es war abseits. Da hat er sich ein bisschen zu früh gelöst. Ja, einschussbereit war er, aber irgendwie auch einen Schritt zu früh. Wenn man es so sagen darf, der war einen Schritt zu früh. So. Und Lewandowski. Ja, gut gemacht von Sergio Busquets. Jetzt vielleicht die Kontermöglichkeit. Nö. Müller dazwischen. Und Müller auch jetzt nicht in der Offensive mehr, sondern eher mittlerweile weit zurückgezogen. Neymar. Neymar immer noch im Sololauf hier. Suarez, kann er die Flanke setzen? Suarez, gute Flankenmöglichkeit und Messi kriegt ihn nicht. Und Sergio Busquets einfach mal versuchen. Das, was im letzten Match geklappt hat, das hätte man ja heute auch mal noch mal versuchen können. Aber heute klappt es nicht. Letztes Mal ja für den Gegner. Langer Weiterball auf Ribéry, kriegt den aber nicht. Eine Stunde rum, 0-0, bislang völlig verdientes 0-0, weil beide Teams es einfach nicht schaffen, das Tor zu machen. Müller. Und Freistoß. Freistoß aus dieser Situation. Eben hat Ribéry selbst versucht drauf zu schießen und jetzt macht das wieder. Und der Ball geht wieder dran vorbei. Aber dieses Mal musste Bravo nicht eingreifen. Diesmal war auch vorbereitet. Nicht so wie im letzten Freistoß, wo er erwartet hatte, naja, der wird wahrscheinlich nochmal irgendwo hinpassen. Und dann wird das Spiel erst in Gange gesetzt. Dieses Mal nicht. Dieses Mal war er direkt drauf vorbereitet. Ribéry. Ja, Lewandowski und Jordi Alba dazwischen. Aber was macht der denn da? Fraglich, was er da in der Innenverteidigung macht. Ribéry. Ribéry, gute Flanke und weg das Ding. So, wir müssen dringend wechseln. Das geht in die falsche Richtung. Iniesta raus. Dafür Rakitic rein. Sergio Busquets raus. Dafür Mathieu rein. Sergio Roberto eventuell auch rein. Ich weiß es ja nicht. Ja? Deswegen haben wir ihn einfach für Mathieu reingetan. Iniesta. Und Messi. Ah, guter Pass auf Dani Alves, der über den Flügel läuft. Dani Alves. Flanke kommt und Neuer zur Stelle mit einer Glanzparade. Den hätte nicht jeder Keeper gehalten. Zwar direkt auf den Mann, aber mit was für einer Wucht. Neuer kann ihn nicht halten, sondern muss ihn abklatschen. Eckball für Barcelona. Doppelwechsel Barça. Rakitic für Iniesta. Und Sergi Roberto für Sergio Busquets. Auf der anderen Seite der Münchner Wechsel. Coman rein für Lewandowski. Also vorne im Sturm soll auf jeden Fall jetzt ein neuer Spieler direkt mal Akzente setzen. Der Kopfball, ja, sehr missraten. 19 Minuten noch. Und wenn ich ehrlich bin, dieses Spiel hat kein Tor verdient.
Schauen wir mal, ob es dabei bleibt. Götze. Ah, gut vorbeigegangen. Götze souverän und nach vorne das Ding einfach mal. Aber Bravo steht da richtig gut und kann es abwehren. Und Götze. Ja, gut gemacht. Ribéry, ja. So kann das nicht gehen. Aber so kann das auch nicht gehen. Alaba, super gemacht. Alaba mit der Chance. Schön nach vorne gepasst. Und das Ding ist doch drin. Der Eingewechselte macht das Ding. 1:0 für den FC Bayern München. Und so präzise musst du erstmal den Pfosten treffen. Mit sehr viel Glück dieses Mal dabei. Und die Münchner führen hier mit 1:0. Jetzt heißt es entweder 2:0 machen oder das Ding verteidigen. Come on, nach vorne, Müller. Ja, Barcelona rennt jetzt eigentlich nur noch hinterher. Die rennen nur noch hinterher. Die wissen auch nicht so ganz, was denn jetzt mit ihrer Form los ist. Das wäre damit das dritte Spiel in Folge, das sie nicht gewinnen können. Messi. Und übergespielt, Thuram scheint sich zu gezerrt zu haben. Spiel läuft trotzdem weiter. Jordi Alba. 5 Minuten sind es noch. Natürlich, Barcelona muss jetzt eigentlich Risiko spielen. Die müssen natürlich jetzt gucken, was machen wir denn, wie machen wir das und was machen wir. Aber der Trainer ist grundsätzlich nicht dafür bekannt, Risiko zu spielen. Dani Alves. Dani Alves wieder über den Flügel. Klappt das denn diesmal? Nein. Da klappt es wieder nicht. Dafür stattdessen Kontermöglichkeit. Götze auf Douglas Costa. Ganz souverän gedribbelt, aber den Ball hat er trotzdem verloren. Hat er wieder. Douglas Costa. Douglas Costa unbedrängt. Douglas Costa mit der Chance hier zum 2:0. Da wäre er wirklich ein bisschen hoch gewesen. Wie gesagt, 0:0 wäre vielleicht eventuell verdient gewesen. Andersrum die Münchner natürlich deutlich besser. Und das war's. Bayern gewinnt gegen Barcelona hier mit 1:0.